Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Da vorne stehen Bullen. So. Karre ist an. Wir müssen, glaube ich, warte mal, wir können da hinten mal eben gerade hacken. Warte mal. Sie. Ja, sie. Sollte dies stimmen, könnte es Liebs Platz in der Mannschaft gefährden. Was machen die da? Verhaften Sie den jetzt wirklich? Was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Wie geil ist das denn? Dabei war ich das. Ne, das mache ich lieber nicht. Wenn ich dir jetzt die Luft jage, ist das lol. Das können wir dann auf C machen. Oh, Entschuldigung. Aber geil, das war... Oh, krass, Alter. Wow. So, warte mal, wir müssen ja gerade mal schauen. Was müssen wir denn hier überhaupt machen? Wir müssen hier DeadSec-App. Cyberdrive ist die Haupt-Online-Lokation. Das haben wir erledigt. Hack und weg. Sieh dir den Filmtrailer im Hackerspace an. Mission verfolgen, auf Karte anzeigen. Zack, automatisch gesetzt. So, dann geht's. Schauen wir uns mal den Film an hier mit unserer schrotten Karre. Was können wir da machen? Fraktion sucht die Gegend ab, sonst auf Ragnarok. Ja, dann sollen sie doch, mir doch egal. Ah, wir müssen rechts lang. Habe ich eine Hupe? Wieso habe ich keine Hupe? Ja, komm, gib ihn hier. Oh. Entschuldigung. Oh, ich werde gesucht, glaube ich. Vermute ich mal. Ich glaube mal, das ist so das Symbol dafür, dass ich gesucht werde, ne? Aber ich sehe ja, wenn Bullenmen entgegenkommen. Hoffe ich zumindestens. Warum ist da so ein Totenkopf? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich die Gang oder sowas. Hier kommt, zack. Oh, Entschuldigung. Alter Schwede. Die Karre ist auch mehr als Schrott, ey. So, sind aber gleich schon da. So, da wären wir schon. Zack, dann rennen wir mal hier gerade. Ach, wie geil der die Knarre hinten versteckt, ne? Ich höre jetzt gerade zwar kein Labern, aber ich habe Untertitel. So, dann machen wir uns mal den Trailer anschauen. Ey, Süße. Hinter den Kulissen geht es verdammt krass her. Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Ja, genau. Was haben wir hier? Achso, das ist unser 3D-Drucker. Mit dem Schnacken oder was? Yo, Marcus, hast
du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber Driver. Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Ha, wie geil ist denn das? Diese Karre, die erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen so an Knight Rider. Ein bisschen, aber sie erinnert mich an Knight Rider. Ich finde das geil. Und vor allen Dingen finde ich geil, dass wir jetzt unseren eigenen Film dazu drehen. Zack, machen wir mal. Nein, abbrechen. Hawk Motion Pictures hat den Trailer für den neuen Action-Thriller veröffentlicht. Cyberdrive! So, Scout of X, haben wir was Neues? Was haben wir hier? Achso, nur dass wir... Belohnung. Drei Wahrzeichen absolviert, Geste freischalten. Ah, okay. So, wir fahren jetzt mal zu den HMP Studios. Dann müssen wir sowieso wieder rumhacken hier. Und wahrscheinlich dann das Drehbuch klauen. Oh, auf B haben wir dieses komische Hopper-Ding da. Total übersehen. So, oh, hier können wir mit haufenweise Leuten reden. Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen. Aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. What the fuck? Will ich alle mit den Leuten hier sprechen? Jetzt gerade nicht. Es ist zwar immer noch Nacht. 1 Uhr. Komm, wir knauen uns mal die Karre hier. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen? Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist... Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen,
Tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DedSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Ganz genau, die Cyberwelt. So. Darum hätten wir ein Pfandhaus. Das heißt, wir könnten bei Klein auch mal unsere Sachen wegbringen. Aber erstmal fahren wir jetzt zu den HMP Studios. Hopp. Zack, ich habe E-Grün. Ich muss darüber. Ich bin gespannt, ob wir da so ohne Probleme reinkommen. So, nach vorne müssen wir rennen. Die Musik kann man sich ja nicht anhören hier. So, komm, zack, wir hüpfen, haben wir über die Mauer, scheiß was drauf. Und da sind wir, Hook Motion Picture Studios. Toll. Und dafür machen die jetzt gerade extra so ein Flyover oder was? So, Missionsziel erfüllt. Hacke dich in Agent Studio 3. Moin, ich gehöre eh zu euch. Mein Handy klingelt. SMS. Ich finde sowas cool. Ah, Sperrgebiet. Das heißt, ich muss hier wieder vorsichtig sein. Nee, warte mal. Gelangen mit dem Jumper. Anfang mag es nicht erreichbar Orte. Der Jumper kann mit Objekten interagieren. Drücke B, um den Jumper einzusetzen. Halt, nicht das. B. Ah, deswegen heißt das Ding wahrscheinlich Jumper. Mal gucken. So. Cyberdrive. Wer? Kamera ein, aushalten, Rückruf. Ach, B, halten, Rückruf. Kommt doch noch. Schade, ich dachte, fährt jetzt hier einfach gechillt lang. So, warte mal eben. Jetzt muss ich erstmal schauen. Ob hier irgendwelche Leute sind. Steuerung. Wer sich auch immer hinsetzt. Ah, da war der ist er. War noch betritt Sperrgebiet. Okay, Leute, ich bin drin. Dolly-Kamera, ferngesteuertes Gerät. Für Fernsteuerung hacken. R? F? Verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Fuck. Fällt doch bestimmt auf, ja? Ach du Scheiße. Oh. Warte mal, ich muss mich mal gerade eben hier hinter verstecken. Ich sag mal, die kann ich nur klingeln lassen. Warte mal, Q wähle ich die Waffe aus. Ich möchte meinen Elektroschocker haben. So, die beiden sind down. Hier war doch noch ein dritter. Wo ist der?
War wahrscheinlich ziemlich blöd, was ich gerade gemacht habe. What the fuck? Hier noch nicht so wirklich raumweise Leute killen. Echt jetzt? Warte mal, ich muss mal gerade scannen. Da ist eine Tür. Kamera, oder kommt jemand? Komm rein! Na gut, okay. Jetzt kommt Pisser natürlich rein, ne? Munition habe ich denn da überhaupt von? So, warte mal eben. Finde Zugangsschlüssel. Das war über V, ne? Steuerung. C nach oben. Das muss ich erstmal überlegen. Die stehen wahrscheinlich gleich auch alle wieder auf, ne? Von meinem Glück. Oh fuck. Ausschau, finde die. Okay, das reicht gar nicht bis dahin. Na, warte mal, so. Komm, hör mal auf, jetzt hier rumzudecken. Gib Hackengas. Tür auf. Da oben das Ding muss ich hacken. Okay, hacken wir das mal. Zugangsschlüssel erhalten. Oh fuck. So, warte mal. Ha? Ah, hier ist das Drehbuch. Verdammt! Ich hab's. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Studio-E-Mails herunterladen. Von wo denn? Von da hinten? So, das hier noch mitnehmen. Verlasse das Gebiet. Ich hab die E-Mails. Nice. Die nicht so geheimen Mails. Okay, ich hab dann wohl alles. Was ist mit dem Auto? Ist nicht hier. Wir müssen es wohl irgendwie anders finden. Okay. Na, warte mal, ich scanne mich mal gerade erst hier rein. Warte mal, ich krieg gerade Besuch.
Der dürfte mich eigentlich nicht sehen. Zack. So, wir verschwinden einfach hinten rum. Verlasse das Gebiet. Oh fuck. Den fucking Ernst. Hey Leute, ich habe eine Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaube, ich habe einen Plan B. So, Bullen abgewartet. Wir hauen jetzt hier gerade mal ab. Zack, Knarre wegstecken auf jeden Fall. Lief doch einigermaßen gut. Bis darauf hin, dass ich... Ich habe keinen umgebracht. Hoffe ich. Und zack, wir sind gleich raus. Jawohl, Missionsziel erfüllt. Geht doch. Mission abgeschlossen. Na, siehst du, ich habe wieder 20.000 Follower. Dann erst einmal nochmal so ein fettes Ding machen und dann passt das. Marcus, ich kenne einen Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm, was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay, du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Neue Mission verfügbar. Judy. Die machen wir dann allerdings erst in der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs 2. So, ich klaue mir gerade mal diese Karre. Zack. Ja, ist ja gut. Und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich wieder dabei seid. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst. Oder mal einen Kommentar mal ablasst, was ihr von... Warte mal, kann ich hier mal... Zack, das mache ich nochmal eben. Was ihr von dem Game so haltet. Und? Was? Warum? Das ist ja langweilig. Ja gut, egal. Gut, ich beende jetzt hier die Folge und wie gesagt, wir sehen uns dann morgen wieder bei einer weiteren Folge Let's Play Watch Dogs 2. Jetzt aber wirklich. Also, bis morgen. Tschüss!